Moin Moin und Aloha! Wow. Schweres Gewicht und das brauchen wir heute, denn wir trainieren jetzt und stärken unsere Schultern, unseren Rücken. Dann haben wir noch für die Feinheit ein paar Burpees, um ganzes Body Conditioning zu bekommen. Aber als allererstes erstmal aufwärmen. So, zunächst wärmen wir uns aber auf. Wie kannst du dich am besten aufwärmen? Zum Beispiel Springtauchspringen, eine kleine Cardio-Einheit, ein paar Squats, ein bisschen auf der Stelle laufen oder du kommst mit mir zusammen aufs Echo-Bike. Du kannst dich entweder ganz locker aufwärmen oder gleich mit ein bisschen mehr Dynamik, so wie ich das gerade mache. 20, 25 Calories auf dem Echo-Bike reicht vollkommen oder auf dem Rower. Und wenn du in den Rope-Jumpings bist, Springtauchspringen, einfach 100 Mal, 100 Mal hüpfen. Und voilà, Herzfrequenz ist oben. Kurz noch nachspüren. Und Blick auf den Zürichsee werfen. Ah, herrlich. Gut. Dann machen wir zusammen 20 Liegestütze zum Aufwärmen. Noch ein bisschen Schultern kreisen. Leichtes Wippen in den Knien, in den Beinen. 20 Mal vorwärts. Und 20 Mal rückwärts. Gut. Und dann lockern. Jetzt zeige ich dir das Workout, was wir heute machen. Und zwar as many reps as possible für 12 Minuten. Wir haben drei Übungen und zwar 9 Dumbbell Deadlifts, dann 6 Burpees und danach 3-mal Dumbbell Power Cleans. Okay? Diese drei Übungen. Die große Frage ist, wie viele Runden schaffst du in 12 Minuten? Du startest immer mit 9 Dumbbell Deadlifts, dann machst du 6 Burpees und am Ende nochmal 3 Dumbbell Power Cleans. Und wie die aussehen, zeige ich dir jetzt. Also du brauchst 2 Dumbbells. Die sehen so aus. Diese hier sind jeweils 25 Kilo. Du kannst natürlich auch leichtere nehmen. Der Deadlift. Du gehst von hier nach vorne, leicht gebeugte Beine und kommst wieder nach oben. Rücken bleibt gerade, Schultern gehen zurück, Brust bleibt vorne. Wie man das auch von der Hantelstange kennt. Dann vorsichtig absetzen. 6 Burpees. Wir gehen hier ganz tief auf den Boden, kommen nach oben, Jump. Ganz tief auf den Boden, kommen nach oben, Jump. Tief auf den Boden, Jump. Gut. Davon 6. Jede Runde immer wieder 6. Und dann kommen 3 Dumbbell Power Cleans. Das heißt, die Dumbbells sind am Boden. Hier einmal aufsammeln. Breite Brust, großer Oberkörper und dann von hier einmal auf die Schultern und tief. Aufsammeln, von der Seite, greifen, große Brust und dann Tap. Davon 3 Stück und dann beginnt der ganze Spaß von vorne. Ready, set, go. Harte Nummer,
Vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn du Bock hast, hinterlass mir einen Kommentar. Klick auf Abonnieren, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich ziehe vor dir meinen Hut. Wünsche dir mal Schlaf und Aloha.